Okay, willkommen zurück bei Minecraft. Ja gut, sammeln wir jetzt ein bisschen Wolle ein, damit wir den Boden langsam fertig kriegen können. Nein, vielleicht soll ich noch ein bisschen Getreide mitnehmen, damit wir gleich ein paar Schäfchen, das Wunder der Natur, ja, vorführen lassen können. Was? Ach egal, ihr wisst schon, was ich meine. Und ich habe immer noch die Angewohnheit, dass die Truhen hier draußen sind. Ich muss mir angewöhnen. Oh, Moment, ich muss mich gescheit hinsetzen. So, jetzt. Ich habe mich noch gar nicht richtig hingesetzt. Und fange an, Minecraft zu spielen. Unglaublich. So, nähte Ziegel, die werden wir brauchen in diesem Part. Dann brauchen wir noch. Moment, ein Schlückchen aus meiner Flasche. Moment. Ja, lauter Vorbereitungen hätte ich schon vorher machen sollen, ja, ich weiß. So, jetzt. Okay, jetzt kann's losgehen. Was brauchen wir denn noch? Getreide auf jeden Fall. Eier, vielleicht später für Hühner. Ja, das reicht erstmal. Wird schon wieder Nacht? Nein, es wird Tag. Stimmt, wir sind ja gerade aus dem Bett gekommen. Okay, gut, dann tue ich jetzt die hier aktivieren, die Warzen. Ich habe da gerade Warzen gelesen statt Weizen. Fail. Und da kommen schon die Tier. Das Schwein schaut mich schon so an. Gut, hier ist schon mal ein Schaf. Ich lock's jetzt mal zu meinem Haus hin, damit wir die Tiere einigermaßen wieder sammeln können, weil die sind jetzt überall verstreut jetzt, ja. Gut. Dann ist hier noch ein Schäfchen. Komm zu Papa. Ich hab Futter für dich. So, du machst mit dem. Gut. Und da ist noch ein Schäfchen. Das holen wir uns auch noch. Na komm her. Komm zu Papa. Komm zu Papa. So, jetzt brauchen wir noch einen Partner für dich. Oder eine Partnerin. Je nachdem, was du für ein Geschlecht bist. So, ich habe hier drüben, da unten noch ein Schaf schwimmen sehen im letzten Part. Oder im vorletzten Part. Weiß ich nicht mehr genau. Da ist es. Ah, warte, du kommst jetzt mal zu mir, ja? Du kommst jetzt auch her. Wir müssen jetzt mal Tacheles reden. Na, komm her. So, ich hoffe, du springst gerne. Du musst nämlich hier hochspringen. Okay, wir machen es zu zweit. Na los, springen! Springen! Na los, gleich hast du es geschafft. Oh, hier geht's nicht weiter, aber hier. Gleich hast du es. Sehr schön, gute Arbeit. Du hast es geschafft. Du bist erfolgreich gesprungen. Hurra. Und jetzt hast du keinen Hunger mehr. Ja, warte, lassen wir dich noch ein bisschen verschnaufen. So, jetzt aber. Beweg dich. Beweg dich. Na los. Nee. Dann beweg ich dich halt, wenn du zu faul bist. Ja, jetzt. Gut. Gut, ist der Baum jetzt weg? Ja, der ist weg. Das ist gut. Ich werde ihn immer in Erinnerung behalten. So, haben wir euch schon gepaart? Nein. Haben wir dich schon paaren lassen? Nein. Und dich? Du machst mit dem hier? Genau. So, jetzt haben wir uns einigermaßen vernünftige Schafzucht jetzt aufgebaut. Eine Freiland-Schafzucht, sag ich mal. Schade, dass man die Jungen nicht scheren kann, aber die bringen ja eh nur einen halben Block. Okay, jetzt haben wir 8 Wolleblöcke. Gut. Dann platziere ich die jetzt da drüben hin. Ich habe den letzten Part übrigens angeschaut. Da fand ich die Musik ein bisschen zu laut. Deswegen habe ich die Musik jetzt ein bisschen leise gedreht. Ich hoffe, die ist jetzt dieses Mal nicht zu leise. Aber manche Musiktitel in meiner Playlist, der ist halt ein bisschen zu laut. Und da merke ich das halt nicht, deswegen ist es manchmal zu laut, deswegen habe ich jetzt halt die Musik auch deswegen zu leise gedreht, rein deswegen, weil es deswegen so ist, dass meine Parts deswegen so laut werden. Und das ist deswegen nicht so gut, deswegen habe ich es gemacht, genau. Rein genau wegen deswegen. Gut, jetzt haben wir uns Nederziegel gemacht.
Die bauen wir in Portalraum ein. Oh Mann, Entschuldigung. Ich habe immer noch ein bisschen Husten. Komischerweise muss ich dann husten, wenn ich Let's Plays aufnehme. Komisch eigentlich, ne? Moment, ich glaube. Moment. Okay, gut, ich habe jetzt mal gescheit gehustet. Ich habe euch deswegen stumm geschaltet. So, jetzt bauen wir erst einmal den Boden hier weg und ersetzen das Ganze durch. Wobei, ich glaube, das Ganze wäre ein bisschen übertrieben. Ich würde vorschlagen, nur hier diesen Eingangsbereich. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Du kommst weg. Wir werden dann schon sehen, wie es aussieht. So, damit das Ganze ein bisschen netermäßiger aussieht, hier im Portalraum. Gut, bauen wir gleich die ganzen Steine hier ab. Und danach schaue ich nach, was ich machen kann. So, weitere Cobblestones für uns, das ist gut. Hoffentlich reichen die Blöcke. Was meint ihr, reichen die Blöcke? 1, 2, 3? Ja klar, die reichen. Gut, dann die Fackel hier nochmal hin, genau. So, und jetzt können wir hier irgendwie Spezialblöcke hinbauen. Vielleicht so, Pflastersteine haben wir ja schon hier bei den Wänden. Diese Steine hier könnte man nehmen. Da haben wir aber zu wenig. Ich bin am Lügen. Moment, gleich habe ich's. Ja, ich baue die jetzt erstmal hin. Wir können die ja ersetzen, falls uns die nerven. Dann haben wir hier einen kleinen, ja, Untergrundkeller, sag ich mal. Ah ja, wieder eine schöne Musik. Ich hoffe, die ist wie gesagt nicht zu leise. Ich habe sie jetzt ein bisschen übertrieben leise gestellt. Weil ich sie nicht, ja. Wobei die Musik, die ist recht grell. Das passt schon. Das passt. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Alles läuft so, wie es sein sollte. Hoffe ich zumindest. Okay, dann hier weitere Steinziegel. Zack, 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 zack. Oh, die reichen nicht. Verdammt, die reichen nicht. Okay, wir brauchen nur noch, ja, 4 Stück. Verdammt! Ausgerechnet die Steine hinterm Portal nur noch. Und die Steinspitzhacke ist auch gleich alle. Und hier fehlt ein Block. Ich glaube, das liegt daran, weil wir im letzten Part uns hier reingegriffen haben, von außen. Oder was im vorletzten Part? Wir schon in der letzten Aufnahmesession halt, ne? So, gut. Es wäre noch nett, wenn wir hier... Ich schau mal nach, wie es... Ne, das sieht kacke aus. Vielleicht baue ich hier schwarze Wolle hin oder sowas. Oder richtiges Obsidian, damit das Ganze ein bisschen besser aussieht. Naja. Egal, lassen wir es mal so, wie es jetzt ist. Ach ja, jetzt haben wir hier einen Eingang. Bin ich gar nicht gewohnt, dass es hier jetzt alles verschlossen ist. So ungewohnt. Ja, es hat sich einiges geändert nach der letzten Aufnahmesession. Das ist gut. Gut, sind die Schafe wieder bereit fürs Beschneiden? Nein, noch nicht. Na kommt er. Es ist nur ein Mausklick. Tut auch nicht weh. Aus Hilfe hat euch, dann tut's weh. Nämlich so, wenn ich da auf sie draufschlage. Okay, wir haben hier weitere Melonen. Und weitere Möhren, glaube ich, oder Kartoffeln. Mal schauen. Oh, und ich lagge ein bisschen. Verdammt, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. 15 FPS gerade. Okay, gut. Ich weiß nicht, aber ich glaube, die sehen fertig aus. Moment. Okay, gut. Verdammt, mein Hals ist irgendwie total... Ich weiß nicht. So, weitere Wolle für mich, aber nur ein Block, das ist aber nicht gut. Oh, du drei, das ist gut. Und es, die Sonne geht mal wieder unter. Das ist ja schön, das ist schön, das ist schön. Dann arbeiten wir wieder in der Nacht. Nachtarbeit.
kriegen wir mehr bezahlt, ne? Ihr wisst ja schon, die arbeiten. So, gut. Ich möchte jetzt irgendwie was mit Redstone machen. Ich nehme jetzt mal das Redstone hier mit und die Pistons. Ja, den Verstärker nehme ich auch noch mit. Wo sind die Pistons? Pistons, Pistons. Ich habe hier gerade Pistons gesehen. Oder vielleicht war es in der anderen Truhe? In der hier? Nein, auch nicht. Aber vielleicht in der? Ah, Quatsch, das ist ein das ist eine Werkbank. Da, genau. Okay, dann möchte ich daraus jetzt einen versteckten Raum machen. Das könnte ein bisschen kompliziert werden. Aber das, das werden wir schon schaffen. Okay, gut. Ich möchte es so haben, dass die Pistons hier rausgehen, quasi, deswegen... Na, jetzt aber... muss ich hier jetzt ein Loch reinschlagen. Genau dort. Hier kommen die Stickies hin. Genau. Dann kommen hier die Blöcke hin, sodass sie dann das hier verschließen und wieder öffnen können. Und jetzt müssen wir das irgendwie verkabeln. Oh je. So, ich möchte das mit einem Knopf irgendwie in Verbindung setzen. Und zwar so der Knopf, wobei ein Schalter wäre hier geil. So ein versteckter Schalter würde auch ganz cool passen. Genau, wie macht man denn einen Schalter? Ich glaube, oh Gott, ich habe lange keinen Schalter mehr gemacht, aber ich glaube, ich weiß noch, wie man das geht, wie das geht. Und zwar braucht man, glaube ich, Stickies, kann es sein? Stickies und das hier. Verdammt, nicht andersrum. Genau, ein Hebel. Und jetzt baue ich, glaube ich, das Redstone. Wobei, ich möchte ja noch das Kabel. Wo möchte ich denn den Hebel haben? Ich baue den mal. Ja, wo sieht man den denn? Kaum. Ich könnte den Ort ja vielleicht abdunkeln. Genau, hinterm Portal. Das ist gut. Hinterm Portal baue ich das. Wir haben jetzt hier so ein Loch. Genau, ich baue es hinter dem Portal. Und zwar kommen hier die Verkabelungen hin. Da muss ich jetzt leider alles wieder weg. Hacken, sag ich mal. Oder ja, hacken ist gut. Gut, hier ist der Piston. Genau. Wir müssen das aber noch verstecken, sodass man das Ganze nicht sieht, weil hier würde man das sofort erkennen. Wobei. Moment, ich probiere jetzt einfach mal. So, hier platziere ich jetzt mal das Redstone hin. Genau, dann verschließe ich das Ganze jetzt. Und zwar. Na, wobei, wir brauchen hier noch einen Verstärker. Ansonsten funktioniert es nicht. Verstärker muss man einsetzen, wenn die Reichweite so weit entfernt ist. Halt nein, der Signal, das kommt ja von der anderen Seite. Wir müssen das daher so machen. Genau, gut, dann verschließen wir das Ganze hier. Sehr gut. Und dann... Genau, dann mache ich hier zu. Und dann baue ich hier dann... ich mache das das erste Mal so, nur zum Test. Hier kommt der Liefer hin. Funktioniert nicht. Schauen wir mal nach, woran das liegt. Okay, das Signal, das geht hier lang. Verstehe, das hat keine Verbindung. Das geht hier nämlich und nicht direkt drauf. Okay, dann muss ich das Ganze ein bisschen umbauen. Und zwar so ungefähr. Verdammt, so ist es nicht gut. Oh Gott, ich bin voll der Redstone-Noob, müsst ihr wissen. Ich baue kaum Sachen mit Redstone. So, und dann so, und dann... Nein, kein Glas, verdammt, was... Ja, genau, jetzt geht's. Sehr gut. Ah, hier oben funktioniert es noch nicht. Ah, verdammt.
Stimmt, ich muss hier jetzt auch noch irgendwie was hinbauen. Oh je, wie mache ich das jetzt? Vielleicht hier so eine Umleitung. So vielleicht? Moment, jetzt kann ich nicht mehr raus. Ich komme nicht mehr raus. Hilfe! Ruf die Polizei! Dann grabe ich mich hier halt einfach raus. Na, jetzt fehlt hier unten das Ding. Ne, hier oben. Sehr, 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 sehr kompliziert. Wenn man nicht weiß, was man machen soll. Hier ist Kohle. Egal, scheiß auf die Kohle. Wir brauchten schon Kohle. Ich habe genug Kohle. Ich bin Mafioso. Was? Habe ich nicht gesagt. Na gut, dann mache ich es eben so. Jetzt geht's. Okay, gut. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch verschließen. Verdammt, wie kommen wir jetzt da raus? Ist egal, ich kann mich hier einfach dazwischen graben. Ganz einfach. So. Gut, dann haben wir jetzt ja hier so eine Art Geheimgang geschaffen. Wenn wir hier diesen Schalter hier drücken, schließt sich das Ganze. Und wenn wir es wieder öffnen, ja, wenn wir hier drauf drücken, dann öffnet sich das Ganze wieder. Natürlich könnten wir auch hier eine Plattform hinbauen. Eine Plattform, das wäre eigentlich auch ganz cool, wenn man hier so reingeht, dann und wenn man hier so rausgeht, dann schließt das Ganze wieder. Wäre vielleicht eine Überlegung wert. Ich denke mal darüber nach, wie ich das jetzt machen kann. Ich glaube, es reicht aber erst einmal fürs Erste. Also man tritt hier drauf, ne? Und dann zack. Wir müssten aber dann das Ganze so bauen, dass es hier drin, dass hier drin noch so ein Verbindungsteil ist. Ach, das schaue ich mir ein anderes Mal an. Und ich weiß jetzt, was wir hier bauen können. Hier können wir ein Lager bauen. Nicht schon wieder ein Lager. Ja doch, wir bauen hier jetzt ein Lager hin. Und zwar ein unterirdisches Lager, das dungeonmäßig aussehen soll. So, ich baue jetzt schon mal so einen Ort für die Truhen hin. So eine Art, ja, Plattform, sag ich mal. Zunächst muss ich allerdings die Wand hier rausruppen. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern, aber das haben wir auch eh gleich geschafft. Währenddessen muss ich mir wieder ein Thema überlegen. Oh Gott, Thema. Oh Gott, mir fällt gerade ein, ich habe meine alten Saves nicht gelöscht. Ich muss mal kurz ein paar Daten löschen. Bis gleich.